Heckler und Koch will nicht nur NATO-kompatible Gewehre in die Ukraine und weitere ehemalige Warschau-Paktstaaten liefern, neu sollen auch zusätzliche Geschäfte mit Kalaschnikow-kompatiblen Sturm- und Maschinengewehren erschlossen werden. Der Bedarf sei da. Die Ukraine ist ein Logistik-Albtraum. Nicht nur unterschiedlichste Waffensysteme aus mehreren Jahrzehnten, sondern auch mit unterschiedlichen Standards aus dem Westen und Osten. Ist bei der Artillerie im Westen 155 mm gebräuchlich, sind es in den ehemaligen Sowjetstaaten 122 oder 152 mm. Auch bei den Infanteriewaffen das gleiche Bild. In westlichen Gewehren oft die 5,56 mm NATO-Munition, in den Kalaschnikows die 7,62 mm. Diesem Logistikwahnsinn und neuen Geschäftsfeldern will nun Heckler & Koch mit dem Sturmgewehr HK-132E begegnen. Es unterstützt den Kalaschnikow-Kaliber von 7,62 zu 39 mm, kommt aber als moderne Infanteriewaffe daher. Doch nicht nur Heckler & Koch will die Ostkaliber unterstützen, auch der tschechische Hersteller CZ bedient sowohl die NATO wie auch Ostkaliber. Für Heckler & Koch ein wichtiger Schritt, sind auch die aktuellen Umsatzzahlen eher zurückhaltend und die Bundeswehr noch zögerlich bei Neubestellungen.